Herzlich willkommen zurück hier bei Homefront The Revolution. Was? Scheiße, der Roboter. Alter, jetzt muss ich ernsthaft nochmal woanders hingehen, damit ich da reinkomme. Was ist das denn für eine Verarsche, Alter? Hey, du bist Brady, richtig? Du leistest hier draußen wirklich tolle Arbeit. Hey, Brady. Danke. Du scheinst einen Lauf zu haben. Hier, sieh dir das an. Das sind Hackgeräte. Wir haben sie dazu konzipiert, KVA-Systeme vorübergehend zu überschreiben. Wir haben dieses KVA-Tor aufgebaut, um sie zu testen. Frag nicht, woher wir es haben. Siehst du die Kabel, die zu diesem Terminal dort führen? Wirf einfach das Hackgerät auf das Terminal und das Tor öffnet sich. Aber das ist noch nicht alles. Drohnen und Geschütze haben dieselbe Schwäche. Wenn man sie hackt, drehen sie durch und greifen die KVA an. Ja, aber nur bis die Systeme zurückgesetzt werden. Dann funktionieren sie wieder normal. Also sei vorsichtig. Hier, ja. Hackgeräte und probier's aus. Da. Hackgeräte überschreiben Drohnen, Sicherheitstüren, Kameras, was du willst. Ziemlich nützlich. Wirf den Hack einfach auf die Konsole. Bingo. Du bist gerade in ein Hochsicherheitsgelände eingebrochen. Zumindest in der Theorie. Ja, in Ordnung. Geh und mach Gebrauch von ihm. Wir sehen uns. Ja, mach ich. Jetzt können wir das Ding einnehmen. Dies ist eine Nachricht an alle amerikanischen
Meister, shoot on! Oh, Alter, da hat dein Headshot kassiert. Meine Fresse. Alle Bürger aufgepasst. Ja, ich will das Gebiet hier einnehmen. Achso, KVA Hilfsdepot. Überfallen, sehr schön. Ihr sollt mal genug medizinische Versorgung haben. Voll. Brady, hier spricht Ned. Ich werde dafür sorgen, dass die Vorräte bei Burnett ankommen. Wir müssen den Verwundeten dort unbedingt helfen. Aber wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Du hast Earlston wachgerüttelt und wir müssen das ausnutzen und die Polizeistation angreifen. Die Gefangenen sind unsere einzige Spur zu Walker. Du hast bewiesen, dass du was drauf hast, Brady. Ich weiß, dass du das kannst. Gebt uns unsere Rechte! Komm schon, zusammen schaffen wir das! Der Drohnenkontrollturm in Earlston kontrolliert die gesamte Nordkalifornien. Wenn wir ihn das nehmen, verringern wir die Effektivität ihrer automatisierten Wachen drastisch. Das ist der Plan. Shit, Alter. Alter. Shit. Nein! Oh, hätte er mal die Spritze früher in seinen scheiß Arm reingejagt, Mann. Mist! Wir sterben gerade ganz schön oft, leider. So viele Headshots hält aber ja nicht aus. Wieso kommt auf einmal doch einer von unten? Eben kamen sie alle von oben angelaufen. Da wollte ich es einfach stürmen und so eine Scheiße, Alter. Ah. Super. Jetzt habe ich nichts mehr zum Heilen. Tja, jetzt erwischt ich euch ja als oder was? Sehe ich nicht. Alter, du nervst. Ja. Ich hacke euren Scheiß, habt ihr einfach nichts gegen zu machen. Shit.
So, diesmal haben wir es aber geschafft, ey. Mein Gott. So. Und das und dann das. Es war eine großartige Leistung, diesen Drohnenturm zu erobern. Das sollte ein schwerer Schlag für die automatisierten Einheiten der KVA sein. Scheiß auf Apex! Genau, scheiß auf Apex. Lily Alpha? Shanice spricht. Fahr fort. Die Nork sollen Walker zu Simpson gebracht haben. Da kommen wir niemals rein. Wir behalten das Rathaus im Auge, sollten sie ihn woanders hinbringen. Hört sich vielversprechend an. Halt uns auf dem Laufenden. Ach so. Irgendwo ist ein Tank. Ich weiß nur leider nicht wo. Angeblich hier oben, dann unten. Hä? Hallo, Alter, der Innere oder was jetzt? GG, Alter. Alter, ist ein Geballerer. So, haben wir den. Die Anlage auch gesichert. Mein Gott, ey. Ich hab als überlegt, wo was ist. Ich rede bei dem Spiel tatsächlich etwas wenig, fällt mir auf. Es tut mir leid. So, das Ding haben wir auch eingenommen. Gute Arbeit beim Zerstören der Benzinversorgung. Je weniger Zugriff die KVA darauf hat, desto besser. Räumen Sie die Straßen. Ich wiederhole, jeder, der öffentliches Eigentum verunstaltet, wird... Melden Sie jegliche Kriminalität... Sally Alpha? Shanice meldet sich. Verstehe, Shanice. Scheint so, als ob das Fahrzeug vom Rathaus eine Ablenkung war. Die Fahrer haben das Funkgeruch noch an ihnen dran waren. Machen Rückzieher, Shanice.
Wenn sie dich zwingen, dann wollen sie dich in eine Falle locken. Verfolgung abbrechen und raus aus dem Flieger. Wir sind unterwegs. Mit die Muni. Mission haben wir abgeschlossen mit den 50 auf irgendwie töten. Hat denn keiner von euch ein Kack-Medipack? Das war erst der äußere Bereich, Alter. Über Walker sind auch verloren. Warum sollten sie so etwas machen? Wussten sie, dass wir kommen würden? Scheiße, was für ein Chaos. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür, Brady. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Wenigstens haben wir jetzt Earlston auf unserer Seite. Du solltest dich auf den Weg zur U-Bahn machen. Parrish will dich sehen. Hoffentlich weiß er, was als nächstes zu tun ist. Hoffe ich auch. Also wir haben die Gefangenen gefunden. Ich schreibe nur kurz aus. Auch für euch. Ja. Auf geht's. Seid ihr bereit? Janice, hier spricht Philly Alpha. Janice, bitte kommen. Janice? Wir sind hier. Fall. Seid ihr okay? Janice? Scheiße. Nicht so gut. So, die Teile nerven mich immer noch. So. Jawohl. Dann wollen wir uns mal dahin machen. Weil was anderes zum Erobern gibt es ja hier nicht mehr. Wir haben ja hier schon alles erobert. Oh, hier oben kommt dann noch was. Ja, hier wird, denke ich mal, noch einiges dazu kommen. Oh, oh Mann. So. Wollen wir wenigstens mal zur U-Bahn schon laufen? Ne. Wo soll ich denn? Ach da, zum Gebäude. Hier die U-Bahn ist in der roten Zone, oder? Ah, immer noch im falschen Weg. Das ist unsere Stadt. Fick dich, KVA. Ja, fick dich, KVA. Und da hast du recht, Mann. Die Menschen glauben, der Widerstand sei Leistung und ihre Taten würden Menschen das Leben kosten.
Die KVA hat diese Lügen in die Welt gesetzt und diese Missverständnisse genährt. Ja, wenn ich jetzt aber... Dass die Aktivitäten des Widerstands fehlschlagen, ja, und den Tod von Zivilisten, Explosionen in der Stadt und Chaos nach sich ziehen. Wacht auf, Leute, wie könnt ihr so naiv Ach, da. Sein? Ja. Was zum Teufel okay, machst du? Okay, harter Typ, leg dich ab. Geh bitte zum Ärzten. Okay, also nicht hier oder was? Nein, ich bin im falschen Versteck. Mit mir an, Kumpel. Oh. Hätte das direkt markieren sollen. Was? New Orleans Alpha in Pittsburgh. Oh Mann. Ja, immer direkt markieren, sonst läuft man total falsch. Wenn denn noch schneller ohne Waffe? Es wird spannend. Ich glaube nicht. Jetzt kommen unsere Kinder zurück. Was für Gott? Die KVA besitzt einen riesigen Vorrat an medizinischer Versorgung. So, da müssen wir rein. Denn hier runter? Okay. Beton. Skelettartige Metallgerüste. Zack. Und hier durch. Mein Gott, das ist ein weiter Weg. Zur U-Bahn. Jawohl. Alter. Hey Brady, Paris sucht nach dir. Ich er weiß. Und Dana sind in der Einsatzzentrale. Brady, richtig? Ja. Ich heute wohl nicht zurück. Du musst mich auf. Ich glaube, wir wissen jetzt, wo sie ist. Eins noch. Was, wenn die ihn töten? Wie sollen wir die Revolution ohne Walker starten? Die Leute brauchen Helden, denen sie folgen können. Das liegt ja nicht an uns. Wir können nur weiterkämpfen. Ja. Bald gibt's irgendwann einen. Hey, Brady, Kumpel. Komm her, komm her. Du leistest fantastische Arbeit, Kumpel. Sei lieber etwas vorsichtiger, schließlich wirst du mich bald ablösen. Freu dich doch über jemanden, der weiß, was er Ach, tut. Sehr lustig. Wow, wer hat den Notruf gewählt? Das ist Doc. Was bringt dich denn zu uns her, Doktor? Gerüchte, wir hätten frische Pflaster. Hört mal, Crawford schickt eine Meldung. Die KVA weiß vom Waffenlager. Sie greifen uns an. Was sagst du da? Wenn sie das Waffenlager angreifen, war's das. Alle Waffen, die ganze Ausrüstung. Warn deine Leute jetzt. Die Zeit reicht noch zur Flucht. Ohne die Waffen schon. Wir brauchen sie für den Aufstand. Sonst müssen wir die Norks mit Löffeln bekämpfen. Nein, nein, nein. Wir müssen zuerst alles rausholen. Ein neues Versteck dafür finden. Drehen wir den Spieß um. Ein Überraschungsangriff. Ja. Eine Evakuierung braucht sowieso etwas Zeit. Wir müssen sie hinhalten. Zeit für einen Hinterhalt. Wenigstens haben wir genug Sprengstoff vor Ort. Es wird sogar noch Nordfetzen regnen drüben in Pyongyang. Magst du Feuerwerk, Ethan? Du findest das lustig? Du reißt Witze übers Töten, als wäre es nichts. Hey Doc, das letzte Mal, als ich moralisch überlegen war, hatte ich ein Gewehr mit. Und wo verstecken wir die Waffen? Der Ort muss sicher sein und mehrere Orte werden besser, damit... Hey Doc, wir müssen deine Kliniken benutzen. Du bist krank. Perfekt. Wenn die Revolution beginnt, ist alles genau da, wo es sein muss. Nein! Wenn die Norks sie finden, richten sie jeden hin. Verschon bloß meine Leute. Das ist nicht ideal, Doc, aber wir sind im scheiß Krieg, Mann. Ich musste 4 Jahre betteln, borgen und stehlen, um die Kliniken aufzubauen. Sie so zu nennen, ist schon ein Witz. Aber wir haben sie. Sie gehören allen. Wir passen auf, Sam. Aber wir haben keine Wahl. Zur Hölle mit dir. Scheiße. Seine Leute. So süß. Okay. Du
muss zum Waffenlager und helfen, den Hinterhalt vorzubereiten. Dana und ich werden so viele Kämpfer wie möglich zusammentrommeln und nachkommen. Heb ein bisschen Spaß für uns auf, Ethan. Zu. Du musst sie aufhalten, bis wir mit der Verstärkung eintreffen. Wir müssen diese Waffen sichern, verstehst du? Enttäusch mich nicht. Keine Sorge, ich werde dich schon nicht enttäuschen. Ich rede mit meinem Team, wir sehen uns dort. Aber... Die da draußen sind. Ja. Ned steckt in Schwierigkeiten. Macht euch so. Aber wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis dann, haut rein.